Das hier sind keine Waffen. Diese Raketen sind gefüllt mit Chemikalien und werden in die Wolken geschossen, um Regen zu provozieren. Das chinesische Staatsfernsehen veröffentlicht diese Bilder. Die Botschaft: Wir tun etwas. Die Bilder zeigen außerdem, die Lage ist ernst. China leidet unter Temperaturen von bis zu 45 Grad seit Wochen. Der Yangtze, Chinas längster Fluss, zeigt die Folgen. Normalerweise reicht das Wasser bis zum Ufer dort hinten. Jetzt ist nur noch dort Wasser, wo eigentlich die Flussmitte sein soll. Die Provinz Sichuan im Südwesten Chinas hat deshalb noch ein weiteres Problem. 80% des Stroms in Sichuan kommt aus Wasserkraft. Jetzt haben wir so hohe Temperaturen und Dürre wie seit 60 Jahren nicht, mit großen und lang anhaltenden Folgen. Deshalb wird Stromsparen jetzt staatlich verordnet. Einige Firmen müssen ihre Produktion drosseln oder stoppen. Das könnte auch Auswirkungen auf Lieferketten haben, die sowieso unter den immer noch strengen Corona-Maßnahmen leiden. Für Privatleute sieht Einkaufen dann so aus. Und ohne Klimaanlage ist es in manchen Wohnungen so heiß, dass die Leute lieber gleich im Parkhaus schlafen. Draußen ist es wie in einer Sauna. Sobald du rausgehst, bist du bis auf die Haut durchnässt. Wassermangel ist auch ein Problem für die Landwirtschaft. Diese Bilder lassen erahnen, was in den kommenden Jahren auf China zukommt, wenn Hitzewellen, wie befürchtet, häufiger und noch stärker verlaufen sollen.